Ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. High five! Was ein Life. Das glaubt einem ja niemand. Das ist brutal. Das ist zu geil. Alter, der Boden ist geiler, als was es da je war. Seht ihr das? Das ist alles der Nebel. Dieser Mordor-Nebel da. Dem ich entflohen bin. Also für mich ist Sonne echt wie eine Droge, glaube ich. Jo Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Montagmorgen. Aber Leute, seht ihr das? Alles grau in grau, nass. Saukalt und Leute, ich sag's euch, ich halte es nicht mehr aus. Ich suche jetzt die Sonne. Leute, kaum zu glauben, aber ich habe sie gefunden. Es ist ein Wahnsinn. Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches mit Special Guest Rosie Racer am Start. Und Leute, für mich heißt es halt immer Chasing Views und Chasing the Sun. Also für mich ist Sonne echt eine Droge, glaube ich. Vitamin D. Und das haben ich und die Rosie an diesem nebeligen, grauslichen Montag geschafft. Schon allein das hat sich jetzt ausgezahlt. Bike haben wir natürlich auch am Start. So, schön. High five, high five. Super. Rosie motiviert und los geht's. Sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Wenn der Rosie der Reifen oder eben der Laut vom Bike zu nahe kommt, bleibt sie immer stehen und schaut. Leute, wie ist das eigentlich bei euch? Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich liebe so Uphill-Trails. Für mich ist immer das Schlimmste, dieses monotone Hochtreten auf einer Straße oder auf einem Weg, wo sonst nichts passiert. Aber wenn das so ein bisschen eine Challenge ist, mit einer Hand, und immer so hoch, runter ein bisschen geht, finde ich, macht das mega Spaß. So Uphill-Challenges sind schon was Cooles, finde ich. Catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. Hier Sonne und da ist gefroren. So kalt ist es im Schatten. Ohne Handschuhe, es ist ein bisschen grenzwertig, aber es geht. Das macht so Spaß. Leute, seid bereit? Holy shit, Leute, schaut euch das an. Ich glaube, jetzt glaubt man mir, dass überall sonst Nebel ist. Das ist ja, also das ist echt krass. Ich würde mal sagen, alles richtig gemacht. Da geht was trinken, schau. Geht schon. Ist gut. So vorsichtig. Leute, was ein Life. Es ist so schön. Wie schön kann es sein? Fast kitschig. Mausi, wo bist? Hopp. Das glaubt einem ja niemand. Das ist alles der Nebel, dem ich entflohen bin. Es ist so gestört. So Leute, jetzt gibt es mal wieder eine Uphill-Challenge. Und zwar hier. Es ist so krass, man sieht natürlich wieder nicht, wie steil das ist, aber das ist wirklich steil. Rosi, lauf mal! Schau, schau, schau!
Vielleicht sieht man es runter, dass das wirklich steil ist. Es geht dann hier so um die Kurve. Wir schauen jetzt mal an, ob das hinhaut. Die Bedingungen sind super, weil es ist da echt relativ trocken. Geschafft haben wir es ja auch schon mal. Aber ja, let's go. Go, 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 go. So, dafür brauchen wir auf jeden Fall mal den niedrigsten Gang und Turbo. So. Es steigt mir das Vorderradl auf, aber durchgekommen. Und jetzt kommt noch einmal der zarteste Teil, weil der ist wirklich schwer. Und ich sehe jetzt, glaube ich, wie ich am Rad hänge. Aber das war ja jetzt easy cheesy peasy. Und dahin wollen wir, Leute. Leute, das ist es. Das macht so Spaß. Und es ist anstrengend. Trotz Turbo. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich bin so happy und dankbar gerade, dass ich das heute durchgezogen habe. Denn selbst für mich war das eine Überwindung heute, weil ich, wenn es so grauslich draußen ist. Aber alles richtig gemacht. Alles hat sich ausgezahlt. Denn Leute, eins muss man hier schon dazu sagen. Ich bin nämlich heute hier nicht nur fürs Vergnügen hergekommen, sondern tatsächlich fürs Arbeiten, aber habe eben gehofft auf Sonne. Und das ist jetzt nicht so eine chillige Ausfahrt, wie es für euch gerade aussieht, sondern das sieht so aus, dass ich die ganze Zeit irgendwo eine Kamera platziere, schaue, ob das passt, hochfahre, runterfahre oder runter und hochfahre, Footage checke, wieder gefühlt 2 Minuten fahren, wieder irgendwo stehen bleiben. Das ist auch mega anstrengend. Trotzdem, es ist voll der geile Ausflug von mir und der Rose. Das ist halt auch cool für sie, weil es nicht so anstrengend ist. Da kann sie mal nebenbei hertraben, dann gibt es nur eine kurze Pause. Aber Leute, allein das ist so die mega Belohnung. Und natürlich die Sonne. Oh mein Gott. Seid ihr auch so Sonnenanbeter wie ich? Ich schwöre. Oh, was machst du? Geht schon. Das ist brutal. Das ist zu geil. Leute, schaut mal, wie süß das ist. Das kenne ich schon. Hier ist die Kasse. Aber es gibt sogar einen Wassernapf. Schau mal, Maus. Ui. Super. Alter, Leute. Seht ihr das? Hey, ich weiß, jeder hat seinen Job und nicht jeder hat die Möglichkeit, irgendwie an einem Montag jetzt die Sachen zu packen und irgendwo auf den Berg zu fahren, zu gehen, Radfahren zu gehen, whatever. Aber ich will ja echt trotzdem auch nochmal anmerken, dass ich auch mal einen 9-to-5-Job hatte und todunglücklich war. Und man muss irgendwie was ändern. Ich weiß, es geht nicht immer alles auf einmal, aber kleine Steps. Und ja, ich bin echt gerade so unglaublich dankbar und happy über die Sonne vor mir und hinter euch und über diesen Ausblick. Wann sieht man das schon? Wenn man einfach eine Stunde aus Wien rausfährt und da ein bisschen mit dem Fahrrad hoch und dann hat man das. Und das Geilste ist, keine Menschenseele ist hier. Außer ich und die Rosie. Oh mein Gott. Das gibt mir einfach echt so viel. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt heute. Aber Leute, wisst ihr, was das Ärgste ist? Ich glaube, ich kann den Nebel beobachten, wie er näher kommt. Und ich habe langsam die Befürchtung, dass wenn ich jetzt ganz runterfahre mit der Rosie, dass wir in den eiskalten Nebel reinkommen. Schauen wir mal.
Alter, der Boden ist ein Traum. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Alter, der Boden ist geiler, als was es da je war. Da war es immer nass. Wie geil ist es? Letzten Sonnenstrahlen einfangen. Was hast du da? Ausgeholt aus dem Wasser. So super. Leute, ich hab's gesagt, da kriecht schon der Nebel ein bisschen rein. Da hinten, finde ich, kann man schon sehen. Bin gespannt, wie es denn ganz unten ist am Parkplatz. Aber ich glaube, wir kommen tatsächlich voll in den Nebel rein. Aber jetzt ist sowas wurscht. Hört sich das an, Skilift hängt schon voll im Nebel. Juhu! So eine Brave. Es ist 14.40 Uhr. Und es fühlt sich an, als wäre es 6 am Abend. Ich dachte vorher schon wieder ans Abendessen. Dabei, es ist überhaupt nicht spät. Und Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Endlich mal wieder ein Video mit der Rosie gemeinsam. Gab es echt schon lange nicht. Und eins sage ich euch auch, der Tag war halt trotzdem schon wieder ganz anders als erwartet. Denn eigentlich wollte ich die Rosie nur für ein kleines Stück mitnehmen und gar nicht ganz nach oben treten. Aber dadurch, dass es ja doch schon so früh dunkel wird und dieser Nebel, dieser Mordor-Nebel da, einfach alles verschlingt, habe ich eben beschlossen, gleich hoch die Sonne ein bisschen einzuschnappen und aufzusaugen, sozusagen. Aber... es war wirklich ein richtig cooler Tag und ich hätte nie gedacht, dass ich heute noch Sonne sehen werde. Demnach, Leute, ich habe es, glaube ich, eh schon mal erwähnt im Video. Wenn ihr könnt, dann ergreift die Initiative, macht's was, geht's raus, checkt das Wetter, plant irgendwas, damit es euch gut geht, damit ihr rauskommt und nicht Couch Potato auf bessere Zeiten warten. Ich muss wirklich gestehen, ich tue mir auch gerade sehr schwer. Ich brauche die Sonne, ich sehe so wenig Sonne. Winter, das macht mich wirklich, ich will jetzt nicht sagen depressiv, aber das macht mich wirklich so richtig schlecht drauf und irgendwie keine Energie, kein Elan. Aber man muss irgendwas dagegen tun und das heute war wieder mal sowas. Und ich habe noch immer den Smile auf meinem Gesicht, das seht ihr und das wünsche ich euch auch. Und in diesem Sinne, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Danke für euren Support. Schreibt mir, wie es euch im Moment so geht. Einfach mal in die Kommentare. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, bis nächsten Samstag, 9 Uhr. Ciao.